Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur 250. Episode von The Long Dark. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich es nochmal jemals so lange aushalte, aber wie Sie sehen, halte ich es aus. Tatsächlich trocknet, guck mal hier, das trocknet scheinbar unterschiedlich schnell. Das Leder ist bei 26, während der Wolfspelz bei 19 ist. Der Wolfspelz lag aber tatsächlich schon früher dort. Das ist natürlich jetzt gerade schon mal interessant. So, als erstes schmeißen wir natürlich jetzt gerade mal eben hier das Granickelpelz auf den Boden, was wir ja gefunden haben da, ne? Guck mal hier, das Ding hier, das schmeißen wir da mal eben schnell hin. Ablesen. Genauso wie dann als nächstes. Oh Gott, das sieht man ja fast gar nicht. Dann lesen wir natürlich auch nochmal hier eben das Wolfspelz ab. So, schön dahin gelegt. Und dann haben wir noch ein bisschen was da gefunden, was wir auch noch dahin lesen können. Und das war dann auch erstmal. Dann können wir hier die Federn hier drüben in die Schublade packen. Ich erschrecke mich jetzt mal mit dem Schatten. Und dann haben wir jetzt schon mal wieder ein bisschen mehr Platz in der Tasche. So, das Fleisch können wir dann gleich mal braten gehen. Wir haben, glaube ich, relativ viel Fleisch, ne? Ja, wir haben... Lohnt sich auf jeden Fall, das wegzubraten mal wieder. Das heißt, da stecken wir mal ganz kurz eben den Ofen an. Haben wir noch Holz in der Tasche oder muss ich was holen? Nee, wir haben doch. Sehr gut. Ich probiere es jetzt auch wieder ohne, auch wenn es halt immer lange dauert. Ich weiß, es ist blöd, aber ich bin halt so ein kleines Heimchen. Wenn ich weiß, ich brauche das Kerosin nicht unbedingt, wenn ich jetzt hier einen normalen Anzünder hätte, weißt du, so einen Brandbeschleuniger, den ich nicht in die Lampe packen kann, dann würde ich sagen, okay, benutzen wir ihn, weil wir brauchen ihn eh nur am Anfang. Sobald unser Skill auf 100 ist, brauchen wir sowieso nicht mehr. Aber das Lampenöl können wir halt genauso gut halt eben halt auch dafür benutzen, wofür es gedacht ist, nämlich für die Lampe und auch für Fackeln. Und deswegen bin ich da jetzt gerade ein bisschen schorrig und denke mir einfach nur so, nö, dann sparst du dir mal lieber gerade auf. Da hast du vielleicht schlussendlich dann doch mehr von. So, da haben wir schon mal das erste durch. Ich frage mich tatsächlich, wie lange es dauert, bis so ein Kaninchen getrocknet ist. Das müsste ja eigentlich noch ein bisschen schneller gehen. Ist halt dünneres Fell und vor allen Dingen auch eine kleinere Fläche irgendwo. Und dann gucken wir jetzt gleich mal, wie viel Kalorien hat denn eigentlich so ein Kaninchen? Vor allem müssen wir gerade mal eben schnell Holz nachlegen hier. So. Ja, gut, dass wir wieder nach Hause gekommen sind. Ab jetzt ist einfach nur noch Mistwetter angesagt. Aber jetzt muss es auf jeden Fall reichen hier mit dem Feuer. Tatsächlich werde ich gleich aber den nächsten Holzscheit auch noch eben reinlegen. Und dann nochmal eben ein bisschen Wasser machen. Weil unser Wasservorrat ist halt noch nicht so gut, wie er sein könnte. So, dann schauen wir mal. 28 Minuten haben wir noch. Wenn ich den jetzt nachlege, sind wir bei einer Stunde 58. Schade eben. Gerade eben nicht, aber 3,5 Liter sollten drin sein. Flüssigkeitsmangel haben wir jetzt auch schon. Jetzt geht es langsam runter. 10 Minuten haben wir noch. Sehr schön. Können wir ganz kurz eben gucken. Der frische Wolfspelz hat schon 3. Das frische... Ja, 7. Ja, guck mal. 7 schon haben wir. 25% schon bei dem Holz. 4%, 22%, 30%. Guck mal, es kommt doch langsam. Langsam ist richtig. Langsam, aber tatsächlich dafür sicher. So, dann gehen wir mal ganz schnell eben hier nach oben. Wir lagern mal ganz kurz eben unsere ganzen Ressourcen aus. Vorher gönnen wir uns natürlich eben schnell einen Schluckskin. So, da oben haben wir unsere kleinen überfahrenen, leicht angebrannten Kaninchenstücke. 1 Kilo und 450 Kalorien, das ist natürlich vom Verhältnis her absoluter Mist. Da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Das ist einfach nur quasi ein Tritt in die Tonne. So, 1,7 haben wir noch in der Tasche. Es wird aber Zeit, dass es langsam hier fertig wird, weil... die Schnuppen haben nur noch 42%. Da sollten wir auf jeden Fall mal mit dem Bügeleisen drüber gehen. 100% Wolfsfleisch kommt natürlich sofort raus. Genauso wie das Kaninchen. Kommen wir gerade nicht. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwas anderes nehmen, wie zum Beispiel dieses Reh und dieses Reh. So. Ausrüstung, Essen, rein damit in den Wanst. Ich habe schon lange nichts mehr gegessen eigentlich. Wir schieben uns jetzt mal einfach gerade eben beide rein. Da haben wir ein bisschen mehr Puffer. Und dann schlumpen wir nochmal ganz eben schnell einen Schluck Wasser hinterher. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Und dann können wir direkt mal wieder 11 Stunden pennen.
Dann ist auch das Wolfsfleisch schon mal ein bisschen öfter. Das ganze Trockenzeug da mal einen Schritt weiter. Weil es ist ja halt tatsächlich doch so, dass es sehr, sehr lange braucht. Nämlich, wie ich zum Beispiel beim Wolf gelesen habe, ich glaube volle 7 Tage, bis es getrocknet ist. Und naja. Na guck mal, Durst haben wir schon wieder. Schlump. Hunger ist uns jetzt erstmal wieder egal. Da kommen wir eigentlich ganz gut mit zurecht, dass wir erstmal den Tag so weit einfach mal ein bisschen vor uns hinhungern. Hoppala. So, dann kicken wir doch mal. Hier haben wir 10% frischer Wolfspelz. Kaninchen ist jetzt schon zu 22. Das Ahornzeug ist 33. Die alten 28, 39. Okay, das ist schon mal ein Schritt weiter. Jetzt wollte ich... Was ich wollte. Ich wollte was gemacht haben. Was wollte ich denn gemacht haben? Wollte ich nochmal rausgehen, nochmal ein bisschen verplündern oder was wollte ich denn? Vielleicht wollte ich angeln gehen. Angeln wäre auch mal schön. Können wir uns den Ofen anmachen, da wird uns auch nicht, kalt. Ich könnte mal ganz kurz eben was nachgucken. Habe ich nämlich noch nicht. Ja, Steam Overlay ist richtig. Reinspaziert. Das hat noch nicht Pelze gehüllt. Nein, er war so groß. Ein Fisch gefangen, der über 5 Kilo wog. In einem Spiel 25 Tage in Folge überlebt und dabei nur Kalorien von Wildpflanzen und Tieren konsumiert. Das kriegen wir, glaube ich, bald auch hin. Ich glaube, ich habe schon relativ lange keine Konserven mehr gegessen. Das krieg ich hin. Naturheiler, dich in einem Spiel mit allen nützlichen Arzneien geheilt. Haben wir noch nicht gemacht, kriegen wir aber hin. Ja, 25 Exemplare jeder Pflanze, sind wir auf einem guten Weg hin. Und Centurio und eins mit der Natur. Naja, da sind wir halt immer noch ein bisschen am Arbeiten dran. Nö, gut, dann würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt hier gerade mal das Angelzeug mit. Und die Axt. Und nochmal eben eine Schnur und einen Haken und machen uns nochmal ein Angelzeug. Erstens treibt das ein bisschen unser Handwerksskill nach oben. Und zweitens... ja, die Leine reißt ja auch mal ganz gerne. So haben wir dann wenigstens noch einen zweiten dabei. Eine Axt haben wir, um das Eis aufzubrechen. Holz brauchen wir gleich noch, um da was anzuzünden. Wobei, das können wir tatsächlich selbst da vor Ort suchen. Wir benötigen noch Anzünder. Wie viele... Ups, falsch. Wie viele haben wir? Einen. Das ist jetzt nicht besonders viel. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen mehr mit. 1, 2, 3. Dann nehmen wir noch mal 4 Stück. Dann sind wir auch wieder im 5er-Raster. Ich weiß nicht warum. Ich mag 5er-Raster. Hier haben wir auf jeden Fall noch fast 20 Kilo frei für Fische. Verband haben wir noch einen. Da muss ich auf jeden Fall bald mal was machen. Gut, die Lupe bringt uns, was das angeht, erstmal nichts, glaube ich. Nein. Schlafsack könnten wir gerade mal mitnehmen. Das wäre noch eine Option. Wenn wir da wirklich mal ganz kurz ein bisschen nächtigen müssen oder sowas. Wiegt ein Kilo, können wir jetzt, glaube ich, gerade in dem Fall wirklich mal gebrauchen. So, dann geht's raus und aufs Eis. Wir gehen angeln. Ah, tut natürlich direkt wieder ein Wolf auf dem Eis rum. Was auch sonst. Das hätte mich gewundert, wenn es anders gewesen wäre, aber ist auch egal. Wir hauen ihn jetzt gleich auf jeden Fall mal ein bisschen an. Soll er doch ruhig kommen. Vielleicht haut er auch ab, weil wegen Wolfspelz. Naja, aber hier hat es einen schönen Hall-Effekt. Okay, wir können jetzt tatsächlich nochmal abhauen vor dem, aber habe ich jetzt keinen Bock zu. Der wollte gerade. Wollte der gerade abdrehen? Der hat sich doch gerade zu. Der hat sich doch gerade zur Seite gedreht, oder? Na komm her. Aus dem Maul. So. Erste Hilfe, Verband rum. Wie diese Viecher einfach jetzt in erster Linie gar keine Gefahr mehr darstellen, tatsächlich. Und nochmal ein bisschen Antiseptikum hinterher. Oh, 25% haben wir verloren. Hätte besser laufen können, ist es aber nicht. Müssen wir mit leben. 25% können wir uns noch dreimal boxen, aber wir wollen es ja gar nicht drauf anlegen. Außerdem habe ich meinen Schlafsack mitgenommen. So. Der wird sowieso jetzt gleich wieder erstmal rennen und rennen und rennen und rennen.
bis er nicht mehr zu sehen ist. Und sobald wir ein bisschen geschlafen haben, wird er dann da drüben auf dem Eis tot liegen. Ich sag's euch. Das würde dann auf jeden Fall meine Theorie bestätigen. Es hat schon wieder geruckelt. Da hinten ist der nächste Wolf. So, rein in die gute Stube. Ja, guck mal, hier können wir auch noch Holz sammeln, das ist gar kein Problem. Hier drin ist es auch relativ warm eigentlich. Ja gut, dann brechen wir jetzt erstmal das Eis auf, würde ich sagen. Und zwar mit dem Hackebeil. Ich hoffe nur, dass es nicht irgendwann zufriert. Viel zu schnell, vielmehr. 12 Stunden Tageslicht, das geht eigentlich. So, offen haben wir es. Wir können angeln gehen. Ich angle jetzt erstmal 2 Stunden. Eine Heringsmarine, roh. Ein gewöhnlicher Süßwasserfisch, klein aber häufig. 1,68 Kilo mit 419 Kalorien. Boah, nehmen wir natürlich mit. Oh, unterkühlt sind wir. 1,69 Kilo, okay. Boah, scheiß Wetter draußen. Das heißt, wir müssen jetzt ganz kurz mal eben schnell Holz sammeln und den Ofen anmachen. Wir nehmen mal ganz kurz eben ein Hartholz. Achso, wir sind schon bei 62%. Na, das ist ja prima. Wir frieren uns hier quasi gerade den Arsch ab. So, Kanonenofen. Anschmeißen. Ich bin mir gerade was unsicher. Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich nicht gerade nochmal zufälligerweise neu laden möchte. Ich habe da gerade irgendwie so ein ganz blödes Gefühl. Ich habe da gerade irgendwelche Geräusche gehört und kann sie gerade nicht zuordnen. Ich glaube, genau dieses werde ich auch eben schnell machen. Was, willst du mich verscheißern? Okay. Auch nett, der hat mich jetzt gerade einfach nochmal angegriffen. Naja, gut. Jetzt ist er wenigstens nicht weggelaufen. Das heißt, wir lassen das Angeln jetzt erstmal sein. Sondern wir nehmen den Typen jetzt erstmal mit hier. Den Bob. 5,8 Kilo, das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, aber ist ja auch egal. 2 Stunden 18 Minuten, 1 Stunde 37 Minuten. Machen wir mal eben schnell. Das muss jetzt definitiv reichen. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, was für Geräusche Bären machen. Aber es hat sich jetzt für mich gerade irgendwie so angehört, als ob direkt neben der Hütte, wo ich gerade am Angeln war, einfach mal ein Bär war. Und auch wenn sie nicht total aggressiv sind, sondern erst angreifen, wenn man zu nah kommt. Sie werden wahrscheinlich auch angreifen, wenn sie von selbst zu nah gekommen sind. Und das wollte ich jetzt nicht unbedingt anlegen. Nicht für so ein paar blöde Fische. So, vor allem, weil wir jetzt gerade am Trocknen sind und die ersten Sachen wirklich auch schon ein bisschen was weitergekommen sind. 35, 30, 42%, super, dann können wir bald reparieren. Wir müssen vor allen Dingen bald auch mal wieder reparieren. Ablegen, ablegen, ablegen. So, haben wir noch Holz? Wir haben... Ich glaube, hier in der Kiste war noch Holz. Ja. 4 Stück reicht erstmal. Wir tun dann erstmal die überflüssigen Sachen wieder raus. Der Schlafsack bringt uns jetzt hier nicht wirklich unbedingt weiter. Die Axt können wir auch da lassen. Genauso wie das Angelzeug. Tjup, tjup. Antiseptikum haben wir noch 0,3 Kilo. Das ist soweit noch in Ordnung. 31. Wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie warten, bis wir das Dings fertig haben. Geht so nicht weiter. Gut, dann würde ich sagen, wir haben es auch schon wieder geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von The Long Dark wieder. Und dann würde ich sagen, geht's auf die nächsten 250 Folgen zu. Und naja, mir macht es halt noch Spaß. Und ich hoffe euch auch. Wenn ja, Däumchen nach oben. Und bis morgen. Tschüss.